Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Wir machen heute weiter in dieser Route und wir fangen an mit dieser jungen Dame als Trainer. Wir sind auf der Route 3 östlich von Mamoria City. Wir sind auf dem Weg Richtung Mondberg, aber wir haben einige Trainer noch vor uns und das machen wir heute. Was schaust du mich denn so an? Oh. Wie kommst du da drauf? So. Mirapla. Das ist unser Pikachu tatsächlich so. Aber das geht. Wir haben ja die Kopfluftattacke. Also wir brauchen dringend ein neues Pokémon. Das ist ganz klar. Ein weiteres Pokémon außer Mirapla. Bye bye. Und jetzt sind wir Level 11. Wir sind Level 12, Entschuldigung. Oh, Doppelteam. Nein, habe ich aber nicht. Mirapla, wie soll ich das geschenkt? Ich habe das jetzt nur drin, damit ich wirklich ein zweites Pokémon habe. Für den Fall, dass wir unliebsame Überraschungen haben. Mirapla gehört tatsächlich nicht zum Team. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich diesen Trainercode besiegt bekomme. Wie gesagt, die sind um einige stärker als die normalen Trainer auf dieser Route. Aber das hilft uns natürlich auch beim natürlich. Oh, er hat einen Bisasam. Das hilft uns natürlich auch beim Training. Umso stärker die Leute sind auch. Level 11. Okay, das geht noch gerade. Jetzt mal Kopfnuss sein. Komm mit rein, mein Lieb. Auch hat er keinen. Ja, ich glaube, das dürfte aber kein Problem sein. Ja, ich dachte, er schreckt zurück. Weil die Animation der Attacke sieht cool aus. Und erledigt. Bisasam ist down. Alle Achtung, das Problem ist, ein Trainercoach besiegt. Als Erkennung für deines Könnens habe ich ein Geschenk für dich. Ein Belieber. Belieber kannst du versetzen, wenn eines deiner Pokémon besiegt wurde. Trank hilft da nicht, aber mit einem Belieber machst du es wieder fit. Gut. Dann nehme ich mal mein Medizintäschchen. Na, was hältst du von meinen Shorts? Guck sie dir ruhig an. Nein. Ja, komm mit einem Habitat. So. Bye bye, Habitat. Erledigt. Und bist du einer? Was hättest du von einem Kampf gegen mein neues Pokémon? Na, ja, schauen wir mal. Greif an. Komm her. So, der hat ein männliches Nidoran. Das ist gut. Mal was anderes. Oh, ich wollte eigentlich nicht auf Doppelkick. Ich wollte tatsächlich auf Dings gehen. Das kann ich hier. Naja, wohl. Das ist keine Giftattacke. Dieses Pokémon hat eine Fähigkeit Giftdorn. Das heißt, wir werden vergiftet, wenn wir es berühren. So, der Plan. Tschüss, Nidoran. So, das ist erledigt. Dann geht es jetzt hier mit dem nächsten Trainer wahrscheinlich weiter. Ist keiner unten. Jetzt haben wir hier unten noch ein Pokémon. Ein Sandan. Hallo. So, hol ich bleibst du mal hier.
Aus Sandern könnt ihr euch durchaus das Team nehmen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich weiß gar nicht, ob wir das nehmen sollen. Nee, ja nicht. Jawohl. Also zumindest mal angefangen. Das haut natürlich wieder ab. Ja, war ja. Oh, Miraplasch Level 8. Und Säure. Aber wie gesagt, es ist genauso wenig wie Sander im Team. Es ist einfach nur wirklich jetzt mal aufzufüllen. Aber wir haben einen neuen Eintrag bekommen für unser kleines Wühlmäuschen. So, was haben wir hier noch einen Trainer? So, Cornelia fordert uns heraus. Einmal Donnerschock-Attacke einsetzen. Na, ja, das reicht nicht, um das Ganze grün. Dann setzen wir das Ganze nochmal ein. So, die junge Dame haben wir auch besiegt, das ist immer gut. Es gibt wieder. So, dann gehen wir jetzt weiter. Oh, ein Habitat, das habe ich noch nicht. Hallo, hier bleiben. So, das Habitat werde ich mir natürlich noch mitnehmen. Das muss einfach klappt. Alter. Jetzt habe ich's. Also zumindest getroffen. Du bleibst zwar drin, Kollege. Das ist doch nicht normal. Jawohl. Und es ist drin. Wir haben ein neues Pokémon in unserer Liste. Es gibt 48 Erfahrungspunkte und reicht für Level 13 bei Pikachu vor allen Dingen. Das ist gut. Ich habe Level 15 oder so, dann ist, glaube ich, die nächste Attacke. So, halt. Einmal kurz das Lockparfüm nehmen. Ja, leck mich doch am Arsch. Das Radfahrt kommt natürlich direkt auf mich zu. Aber ich will dich gar nicht haben. Deswegen müssen wir flüchten. So. Dann gehen wir mal ins Team. Und schmeißen mal die Jungs da raus, die wir gerade da gefangen haben, weil welche ich bin, brauche ich nicht. Tja, ich hatte mir noch keine großen Ideen für ein Team, aber ich werde mir mal ein bisschen Pokémon fangen müssen, das ist klar, ein festes. Da habe ich wo das Gefühl, dass es besser ist. So, der hat einen Radfratz.
Mit Doppelkick sollte das kein Problem sein. So, der jetzt besiegt er auf jeden Fall. War klar, dass Radfatz gegen keinen, da keine Chance hat. So. Heilige die Reise. Und da ist wieder ein Käfersammler. Ich nehme jetzt natürlich die ganzen Trainer mit, die brauchen wir auf jeden Fall für Training. Das ist klar, wir brauchen ja Level. Auch wieder ein kleines Kukuna. Ich bin Level 13, also wir sind so überpowered gerade. Momentan müsste das eigentlich nur Probleme sein, da durchzukommen. Aber deswegen brauchen wir dringend ein neues Pokémon. Aber ich glaube, ich habe eine Idee für ein weiteres Pokémon. Ich glaube, ich werde mir zwei Pokémon holen. Doch, ich weiß zwei Pokémon, die nicht allzu häufig in dem Team sind. Puh, ich muss hier erstmal eine kurze Pause einlegen. Ich bin von der Azuria City zu den Tunnel gekommen. Jetzt bin ich völlig alle. Ja, zwei Pokémon kriegen wir jetzt demnächst. Doch, habe ich mir schon entschieden. Doch, ich werde die zwei Pokémon jetzt nehmen. Hallöchen, ich bin Trainercoach, steht zu Diensten. Den kennen wir ja schon von Anfang an der Route. Ja, bitte. Wir wollen ein bisschen trainieren. Ja, ich habe mich jetzt, wie gesagt, nochmal für zwei weitere Pokémon entschieden. Und der fängt mit einem Mautz. Also zwei werden wir direkt hintereinander kriegen. Aua. Und. Mautzi. Komm, ich krieg doch noch einen Zahltag. Da kriegen wir sogar die Terben, glaube ich, dafür sogar. Und zusätzlich ein bisschen Geld. Bye bye, Mautzi. Erledigt. Also dann weiß ich sogar zwei. Dann kriege ich sogar noch ein drittes. Also sind wir dann bei vier. Und dann müssen wir gucken, welche ich noch nehme. Soweit. Aber Lich, was bist du jetzt? Aua, ich bin über einen Kleinstein gestolpert. Ein Gesteins-Pokémon. Manche Pokémon lassen ihre Räder auf sich reiten, wenn man mit ihnen spazieren geht. Ich habe die langen Fußmarsch vom Mondberg im Kauf genommen, um mir einen Onix zu fangen, das mich auf meinem Rücken reiten lässt. Hier wieder Blasen an die Füßen. Das war so eine dumme Idee. So, wir haben ein Fluchtseil gefunden. Übrigens, by the way, darum schläft Mauti. So. Das wollte ich auch nur gerade kurz gezeigt haben. So, eines unserer Pokémon kriegen wir hier von irgendeinem Typen. Ahn schon, was für ein Pokémon ich nehme. Ja, ich mache es wirklich. Hey Jungchen, möchtest du ein unschlagbares Geschäft machen? Ich verkaufe dir das supergeheime Pokémon Karpat für läppische 500. Bei dem Angebot schickst du das vorzu, nicht wahr? Ja. Der Wucherpreis für 500 Pokédeller für ein Carbador. Aber ich wollte es haben. Genau, ich werde mir Carbador bzw. Garados ins Team holen. So. Genau, dann gehen wir ins Team. Na, Männer. Wie nenne ich dieses Pokémon? Wie nenne ich mein Pokémon? Ich weiß, glaube ich. Ich werde mir jetzt einer meiner treuesten Abonnenten wird's nennen. Es wird Robs heißen. Grüße gehen raus.
Wer noch nicht das Anfang mitbekommen hat, der Name Joelle, das ist der Name meiner Freundin. So. Und damit haben wir jetzt zwei neue Teammitglieder. Bitte, lieber Robs, tu mir einen kleinen Gefallen, nimm das bitte nicht persönlich, dass ich dich als Carpador ausgewählt habe. Ich werde dich ins Team nehmen, dann später einen Gyarados haben. Well. So, das zweite Pokémon werden wir uns jetzt gleich holen. Überlege gerade, ob ich den Mondberg noch mitnehmen soll. Nein, ich will den Mondberg nicht mitnehmen. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon. Let's go, Pikachu!